Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns diesmal tatsächlich im schönen Tamriel, weil es ist ausnahmsweise mal nicht am Regnen. Ich habe allerdings ein kleines Problemchen. Und zwar, wenn ich mir das so angucke, das war jetzt die falsche Taste, laufe ich hier so rum, ich mache auch mal extra die Namen an und finde leider keine neue Quest. Also ich gucke auch schon oben rein. Das ist nur, das geht zur Zuflucht. Das ist das, was automatisch dann angeht. Immer die letzte Quest, die da drin steht. Aber hier ist keine neue Quest. Das heißt für mich, ich mache die mal wieder aus. Das heißt für Die mich, dass natürliche wir. Form funktioniert als Turm. Natürlich müssen wir dann Wirklich wieder wunderbar. dazwischen reden. Das heißt für mich, dass wir hiermit wohl mit dem Dominion abgeschlossen haben. Natürlich nur mit der Hauptstory. Die ganzen Nebenquests, die werden wir natürlich auch noch durchmachen. Ich habe ja damals gesagt, dass ich da so einen ganz kleinen Fehler gemacht habe. Normalerweise fängt man ja nicht mit der Allianz an, sondern normalerweise würde ich jetzt persönlich erstmal mit der Zuflucht anfangen. Das würde ich jetzt gerne nachholen. Und zwar, ich glaube, die erste davon haben wir schon gemacht. Ich muss mal eben schauen. Genau, das, was wir jetzt drin haben, ist auf Schattenjagd. Ne, zwei haben wir, glaube ich, sogar schon gemacht. Ein Weg, um Saisahan zu retten. Genau, ich sehe übrigens gerade Kenasis Rast. Haben wir auch noch eine offen? Findet den zerstörten Schrein. Aber ich glaube, die ganzen Quests in Kenasis Rast, die haben wir doch schon alle gemacht am Anfang, oder? Achso, stehe ich ja gerade drauf. Genau, die haben wir alle schon gemacht. Nur die Lasst euch Sache mit nicht dem dunklen überraschen. Wissen haben wir Wir nicht. werden die Botschaft nicht noch einmal aufgeben. Ja, ist doch alles okay. Dann reiß ich jetzt mal eben zu einem Wegschrein rüber. Wenn ich nicht in eine falsche Richtung reise, heißt das. Dann reise ich mal eben zu einem Wegschrein rüber und sehe euch dann gleich wieder, wenn ich in Kenasis Rast bin, weil da haben wir ganz offensichtlich vergessen, was abzugeben. Ja, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum wir das hier nicht gemacht haben. Vor uns wartet Schmerz. Kehrt um, Meisterin. Das hier ist kein Ort für uns. Also, um das nochmal eben kurz zu sagen, wir waren hier auf Kenathis Rast, haben, ich glaube, drei Bücher insgesamt angeschaut, haben da die Sachen angeschaut, die da drin passiert sind, diese Erinnerungen. Und die Dame hier vor uns, die Khajiit, hat gesagt, dass sie ja von einem Geist, glaube ich, belästigt worden ist. Diese versteht nicht. Der Schrein soll mit einer immerwährenden Flamme brennen. Vielleicht hat Sahiradaro mit gutem Geld nach schlechtem geworfen. Wer seid ihr? Eine einfache Khajiit, die tut, was sie kann, um zu überleben. Sahiradaro suchte in diesem Schrein nach Führung. Es heißt, die Flammen würden all jenen Visionen gewähren, die auf der Suche sind. Wonach sucht ihr? Nach Antworten auf ungestellte Fragen, nach Mysterien, über die die Gestirne selbst bestimmen. Und wenn Sahiradaro dabei etwas Gold verdienen kann, umso besser. Dieser Schrein ist der Schlüssel zu all diesen Dingen. Was ist so besonders an diesem Schrein? Es ist ein Schrein für Hermaeus Mora, den dädrischen Fürsten des Wissens. Man sagt, wenn man in die Flammen starrt, würde einem alles enthüllt. Doch ohne die immerwährende Flamme gibt es keinen Weg, um die verlorenen Bücher zu finden. Verlorene Bücher? Welche verlorenen Bücher? Folianten, die im Laufe unzähliger Jahre verloren gingen. Sie sind voller Geheimnisse aus früheren Zeiten, eine Verbindung zu unserer Vergangenheit und eine Brücke in unsere Zukunft. Es spielt keine Rolle, welche Lügen der Geist erzählt hat. Sahiradaro wird diese Bücher finden. Was meint ihr damit, dass ein Geist euch angelogen hat? Bei der Suche nach dem Schrein ist mir ein Geist erschienen und wollte mich verscheuchen. Begreift ihr denn nicht, Hermaeus Mora belohnt das Streben nach Wissen. Der Geist ist eine Prüfung, um faule Sucher fernzuhalten. Das ist sie. Das ist der lügende Geist. So, und ich habe natürlich einen kleinen Fehler gemacht. Sie haben wir noch gar nicht gesehen, sondern den Geist haben wir gesehen. Und der Geist hat uns auf die Spur der Bücher geführt. Hört nicht auf die Worte dieser Närrin. Die verbotenen Folianten müssen zerstört werden. Platziert sie schnell in der Flamme des Schreins. Es gibt keine Flamme im Schrein. Was? Das ist unmöglich.
Wie dem auch sei. Ich werde das Feuer des Schreins mit meiner eigenen Essenz neu entfachen. Aber ihr müsst mir versprechen, sie zu vernichten. Ihr habt gesehen, was jenen widerfährt, die Folianten besitzen. Mir ist bisher nichts Schlimmes widerfahren. Dann ist das ein Segen. Sobald die Bücher nach jemandem zu rufen beginnen, bleibt nur wenig Zeit, bis sie einen vollständig umgarnt haben. Verbrennt die Bücher. Lasst euch nicht von ihrer Last zermalmen. Ja, das werden wir jetzt auch tun. Ihr hebt die Bücher zum Feuer, doch eure Hand scheint mitten in der Bewegung zu erstarren. Ihr spürt ein plötzliches Prickeln, das blitzschnell über euren gesamten Körper wandert. Ein leichter Schmerz breitet sich in eurem Hinterkopf aus. Die Bücher verbrennen. Eure Hand bleibt, wo sie ist, und hält weiter die Bücher fest. Ein Schauer läuft euch über den ganzen Körper. Der Schmerz in eurem Kopf wird stärker. Ignoriert den Schmerz, verbrennt die Bücher. Eure Hand zittert und eure Sicht verschwimmt. Aber der Griff eurer Finger um die Bücher lockert sich nicht. Der Schmerz in eurem Kopf wird schier unerträglich. Verbrennt die Bücher, verbrennt die Bücher, verbrennt die Bücher. Meisterin, nein! Die Flammen verbrennen uns! Es tut weh! Ah, es tut weh! Ihr habt es geschafft. Die Folianten sind weg. Ich kann sie nicht mehr hören. Seid ihr sicher? Ich bin sicher. Ihnen wird keiner mehr in die Falle gehen. Ihr habt geschafft, was ich nicht konnte. Doch es ist vollbracht. Und das ist alles, was zählt. Ja, und wir erhalten den Skalpell des Induktors. Und damit ist dann auch diese Quest abgeschlossen. Es war nur mal eben zwischendurch. Ich werde mich dann mal ganz schnell zur Zuflucht aufmachen. Und wir sehen uns gleich dort wieder. So, und da sind wir auch schon. Wir müssen aber erstmal bis zum Ende durchlaufen. Wir waren lange nicht mehr hier, also können wir sicher noch ein bisschen was einsammeln. Hallo Prophet. Ja, und unser erstes Buch konnten wir auch noch einsammeln. Das macht keinen Fisch. Gut, gut. Ihr seid in Sicherheit. Das Glück hat uns noch nicht ganz verlassen. Stimmt etwas nicht, Prophet? Trotz der vielen Tage der Meditation und des Hellsehens entzieht sich mir Sai-Sahans Aufenthaltsort noch immer. Die Projektion, die ihr in der Gießerei des Leids erlebt habt, zeigte ihnen große Gefahr. Wenn wir ihn finden wollen, werde ich eure Hilfe brauchen, Entseelte. Wie kann ich euch helfen? Sai mag vor meinem Blick verborgen bleiben. Doch Lyris bringt die Nachricht, dass ein Handlanger des Feindes in Vulkilwacht lauert. Den Leuten liegt Furcht auf der Seele. Die Finsternis wandelt unter ihnen. Selbst ein Blinder merkt es. Es ist das Werk Manimarkus. Wie kann uns das helfen? Wenn es wirklich ein Scherge von Manimarkus Wurmkult ist, könnte uns das einen Hinweis liefern, der unsere Suche beschleunigt. Sucht diesen Agenten auf. Aber seid auf der Hut. Der Wurmkult ist ein Kult der Nekromantie und die Untoten sind furchteinflößende Gegner. Wie kann ich diesen Schergen finden? Geht nach Vulkilwacht, sprecht mit dem Fischer Medir und dem Jongleur Diranor. Von ihren Lippen hörte Lyris zum ersten Mal von dem Übel, das in den Schatten lauert. Findet diesen Schergen des Bösen. Kehrt mit dem persönlichen Besitz zurück, den er bei sich trägt. Ich werde etwas finden und dann zurückkehren. Ach, sie spielte die ganze Zeit. Ich habe Lyris gar nicht gesehen, als ich reingelaufen bin, ehrlich gesagt. Und ich habe mich schon gewundert, warum hier auf einmal Musik ist bei der Zuflucht. Okay. Ach, man darf wieder nicht reiten. So. Dann wollen wir uns mal aufmachen. Mal eben unterwegs noch einen Runenstein mitnehmen. Leider bin ich mit ihr nicht ganz so schnell beim Sammeln, weil die Sachen noch nicht so gelevelt hat. Das war hier, ne? Ja. Es ist ein schöner Tag, nicht wahr? Die Fische beißen und das Wasser beruhigt mich. Habt ihr irgendwelche seltsamen Fremden hier herumschleichen sehen? Dieser glaubt, dass ihr ein bisschen seltsam seid. Hallo? Ich scherze. Ich erinnere mich, einen Kaiserlichen um den Leuchtturm herumschleichen gesehen zu haben. Schreckhaft wie ein scheues Reh.
Er glaubt, ich würde ihn nicht bemerken. Aber dieser hat scharfe Augen. Normalerweise würde ich sagen, wir bestechen ihn, dann geht das Ganze, dann wird das Ganze ein bisschen schneller. Wir machen aber, denke ich mal, für die Aufnahme immer die etwas längere Variante. Gibt es sonst noch etwas, was ihr mir sagen könnt? Wegen eines Fremden, den er einmal gesehen hat? Dieser hat die Angewohnheit, sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Nur das neugierige Schnurrhaar wird in der Tür eingeklemmt. Irgendwie eine ganz niedliche Metapher, wenn ich jetzt ehrlich bin. So, wer schon mal hier unterwegs ist und schon mal mit ihm spricht, der kann dann auch in eine, nicht zu weit springen, nochmal eben die ganzen Sachen mitnehmen, die vorne sind. Weil hier ist immer jede Menge Mehl, das sind immer Äpfel, Bananen. Das sind so die Sachen, die wir, ich glaube, für die Geburtstagstorte jedes Jahr brauchen. Moment, das konnte ich doch noch nehmen. So, geht doch. Da hinten müssen wir hin. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ich meine, wenn man nicht überreden kann, also wenn man da keine Punkte reingesetzt hat oder, ich sage jetzt mal, kein Gold hat, damit man ihn bestechen kann, dass wir dann nicht zu ihnen hier kommen, sondern ich glaube direkt zu dem Punkt, wo wir hin müssen. Ich hoffe, ihr erwartet keine Vorführung. Ich musste meine Ausrüstung und meine Instrumente verkaufen, nur um durchzukommen. Die Zeiten sind hart, meine Freundin. Heda, hattet ihr in letzter Zeit irgendwelche seltsam aussehenden Kunden? Witzig, dass ihr fragt. Vor ein paar Tagen war da dieser sonderbare Kerl von den Kaiserlichen in der Stadt. Er hat nach den örtlichen Friedhöfen gefragt. Er meinte, er würde versuchen, die letzte Ruhestätte seiner Großtante zu finden. Ja, genau. Und ich bin Königin Irens Kammerdiener. Habt ihr gerade Königin Irene geschmäht? Ich sollte euch umgehend festnehmen. Ganz ruhig. Das war nur ein Witz. Ich will keinen Ärger. Hört zu. Ich habe an dem Tag den gleichen Kaiserlichen mit einem anderen Schläger gesehen. Drunten beim Leuchtturm. Blasse Haut. Wie bei einem Geist. Okay, dann würde ich sagen, reisen wir doch mal zum Nordturm, ja. Wollte ich gerade sagen, zum Leuchtturm. Ihr da. Ach nein, die ist immer noch da. Euch gefallen, etwas nein, sprech mich doch nicht immer an, wenn ich hier durchreite. Verzeiht bitte. Nein, ich du mich auch nicht. So, die Sachen nehmen wir noch schnell mit. Apfel auch, so. Ganz wichtig. Weil ich hier nicht allzu viel Runensteine und so weiter habe. So, dann ist das, was wir machen könnten, theoretisch, ganz viel stehlen. Hier, da hinten sind noch Ecken, wo man stehlen kann. Hier sind auch gute Sachen eigentlich, die man stehlen kann. Aber da ich einen Basti dabei habe und gerade ehrlich gesagt zu faul bin, ihn wegzustecken, mache ich das jetzt mal ausnahmsweise nicht. Das ist aber zum Beispiel kein Diebstahl. Die Sachen hier können wir mal eben nehmen. So, jetzt muss ich mal eben schauen, was haben wir denn jetzt überhaupt alles hier? Da habe ich den Stab drauf. Ja, ich habe schon eine Weile wieder nicht mehr gespielt. Das merkt man überhaupt nicht bestimmt. So, Frage. Manchmal hat man das Glück, dass man... Ja, jetzt haben wir auch mal das Glück, dass man die Kisten hier auch mal looten kann. Ich habe das Glück schon lange nicht mehr gehabt, weil normalerweise ist es so... Ja, ich fange mit einer Folge an und mache dann die nächste Folge von der Zuflucht. Und ja, ab der zweiten bekommt man dann nichts mehr, wenn man irgendwo was looten möchte. Oder halt nicht mehr so viel. So, wundert euch übrigens nicht, dass wir mal endlich wieder ein bisschen mehr Schaden machen. Weil, klar, dass du jetzt wieder zu mir läufst. Weil wir jetzt auf Level 42 sind und mit Level 38 habe ich mir neue Rüstung angelegt. Auf Level 38. So. Einmal fixieren und einmal platzieren. Ich werde mich an eurem Blut laben. Oh, natürlich muss der jetzt hier komplett woanders hinlaufen. War das jetzt dein Ernst? War das jetzt wirklich dein Ernst? So,
ist nur Schrott drin wahrscheinlich, aber egal. Hallöchen. Was hat diese Unterbrechung zu bedeuten? Warum tretet ihr mit mir in Kontakt? Weil wir dich brauchen, Tarn. Ich bin Abner Tarn. Der Meister und ich sind sehr beschäftigt. Das sollte besser wichtig sein. Moment mal. Ich kenne euer Gesicht nicht. Weist euch aus. Sofort. Wer? Ich? Ja, ich meine euch, ihr geistloses Geschöpf. Was? Habt ihr mich etwa nur zufällig kontaktiert? Hier hat man jetzt die Wahl, entweder man kann überreden, dann geht es jetzt so weiter, wie wir es jetzt gleich machen, oder man kann nicht überreden, weil man den Punkt nicht reingesetzt hat. Da müsste man fragen, wer er ist, und dann würde er noch was sagen und man würde angegriffen werden. Aber wir nehmen jetzt mal die erste Variante. Vergebt mir, mein Herr, aber ich habe von etwas gehört, das für euch von Interesse sein könnte. Nun raus mit der Sprache. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Eure Verkleidung ist übrigens schrecklich. Ihr seht aus wie eine Figur aus einem schlechten Abenteuerroman. Hallo? Jemand befragte die Einwohner über einen Rotwardun mit dem Namen Saisahan. Ist dem so? Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Rotwardone auch nur einen einzigen Freund hätte, zumindest nicht in dieser Welt. Keine Angst. Saisahan ist sicher weggesperrt. Selbst wenn sie von seinem Aufenthaltsort erfahren würden, so wäre ein Rettungsversuch dennoch Selbstmord. Wisst ihr, wo er ist? Selbstverständlich. Aber ich habe nicht die Angewohnheit, solch wichtige Geheimnisse geistlosen Lakaien offenzulegen. Nun hinfort mit euch. Und wenn ihr mich erneut ohne guten Grund kontaktiert, werde ich mich ganz sicher an euren Zellenkommandanten wenden und euch eure Albernheiten austreiben lassen. Hab vielen Dank, mein Herr. Ja, Tarn ist heute nicht sehr gesprächig, aber wir haben zumindest erfahren, was wir wissen wollten. Das heißt, wir können wieder raus. Ich war gerade am Überlegen, ob wir hier noch irgendwo ein Buch liegen hatten, aber das hatten wir ja schon genommen eben. Achso, warum laufe ich eigentlich nicht? Hier mal aufpassen, diese Runden. Ja, ich kann mich ja heilen. Ich zeige euch das mal eben. Wenn ihr da reinlauft, zack, dann kommen die Stacheln hoch. Und das wollen wir ja nicht. So, wenn ihr jetzt wieder hochkommt, dann könntet ihr theoretisch wieder alles, was hier drin ist, klauen, weil die Sachen werden nämlich wieder aufgefüllt. Das nur so zur Info. Oh, da ist jetzt aber doch was. Na, Bananenüberraschung, das kennen wir alles schon. Okay, da ist jetzt nichts Wichtiges dran. Dafür stehle ich jetzt hier nicht. So, kriegen wir hier... Das war genau die falsche Stelle, wo ich runterspringen wollte. Aber gut, so geht's auch. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Das weiß ich nicht, aber ich möchte immer noch nicht nach Frodgard. Dankeschön. Das ist nämlich ein DLC und das werde ich erst machen, nachdem ich den Pakt komplett gemacht habe. Wozu das ja jetzt hier im Endeffekt auch gehört. Ich meine, hier die Sachen, die sind noch okay, aber das, was wir dann danach machen müssen, nämlich der Bereich mit Kalthafen, da drücke ich mich sehr gerne vor. Ihr seid zurück. Was habt ihr gefunden? Die Kultisten benutzen solche Kugeln, um miteinander zu kommunizieren. Ich habe mit Abner Tarn gesprochen. Abner Tarn zeigt wieder sein Gesicht. Ich habe das Gefühl, er könnte bei den kommenden Ereignissen womöglich eine größere Rolle spielen. Doch ich weiß nicht, welche. Lass die Kugel bei mir. Ich sollte in der Lage sein, Saisahan aufzuspüren. Ja, seine Rolle ist doch wahrlich etwas größer. Viel Glück. Einen Moment. Kommt her. Wir müssen reden. Ich habe euch und den Propheten über Abner Tarn sprechen hören. Warum verabscheut ihr Tarn so sehr? Hat der Prophet euch nicht die Geschichte von den 5 Gefährten erzählt? Ihr braucht sie nicht zu wiederholen. Also, ich sag mal, damit wir die ganzen Dialoge mitbekommen. Er hat mir eine Vision von ihnen gezeigt, aber ich würde gerne eure Gedanken dazu erfahren. Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Es gibt so viel zu erzählen. Erzählt mir von den 5 Gefährten. Wir wurden von Kaiser Varen auserwählt, uns ihm bei der Suche nach einem verlorenen Artefakt, dem Amulett der Könige, anzuschließen. Die 5 bestanden aus Varen, mir, einem Rotwardonen namens Saisahan, Abner Tarn und dem Verräter Manimarco. Bevor wir uns weitermachen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber Lyris hat übrigens die gleiche Synchronstimme
wie die mit Alan Grant zusammen war aus Jurassic Park, beziehungsweise Jurassic World, sind sie dann ja auch wieder drin am Ende. Erzählt mir mehr über Manimarco. Ihr kennt ihn nur als den Mann, der euch getötet und eure Seele gestohlen hat. Aber damals war er Kaiser Warens vertrautester Berater. Es war Manimarco, der Waren davon überzeugte, nach dem Amulett der Könige zu suchen. Wofür würde Waren das Amulett benötigen? Waren war nun mal kein richtiges Drachenblut. Er entstammte nicht Alessias Blutlinie und durfte somit kein Kaiser sein. Manimarco behauptete, das Amulett könnte all das ändern. Er sagte, er könnte damit ein Ritual vollführen, das Waren zu einem richtigen Drachenblut machen würde. Was ist dann geschehen? Wir brauchten mehr als 2 Jahre. Doch schließlich konnten wir das Amulett finden und nach Cyrodiil zurückkehren, um das Ritual durchzuführen. Manimarco hat uns getäuscht. Das Ritual sorgte für eine gewaltige Explosion magischer Energie. Wir verloren Waren. Sai-Sahan und ich wurden zu Geächteten erklärt. Dann was? Manimarco überzeugte den Ältestenrat davon, Abnur Tarns Tochter Clivia als Kaiserin-Regentin anzuerkennen. Aber Manimarco war die wahre Macht hinter dem Thron. Sai-Sahan und ich gingen in den Untergrund. Es wurde ein Kopfgeld auf uns. Abnur Tarn ist der Großkanzler des Ältestenrats und der Hauptberater seiner Tochter, der kaiserlichen Regentin. Außerdem ist er Manimarcos Speichellecker. Da bin ich jetzt aus Versehen an die E-Taste gekommen, es tut mir leid. Tarn schien nicht allzu glücklich darüber zu sein, für den Wurmkult zu arbeiten. Tarns Treue gilt vor allem seiner Familie und dem Kaiserreich. Er ist ein skrupelloser Bastard, wenn es darum geht, diese zu beschützen. Der Wurmkult hingegen hat offensichtlich ganz andere Loyalitäten. Tarn würde ihnen niemals vertrauen, aber er ist ein zu großer Feigling, um sie zu verraten. Was, wenn er einen Vorteil daraus ziehen würde? Dann vielleicht. Aber was könnten wir ihm schon anbieten? Er hat doch schon mehr Gold als die Götter selbst. Ich habe fürs Erste genug gehört. Ich weiß, dass das ziemlich viel auf einmal ist. Wir sprechen uns später noch. In der Zwischenzeit halte ich ein Auge auf den Propheten. Hoffentlich hilft ihm diese Kugel herauszufinden, wo Sai-Sahan festgehalten wird. Sobald wir das wissen, können wir unseren nächsten Schritt planen. Ja, und wir bekommen all die Millions Amulett für mehr Waffenkraft und mehr Leben und eine starke Glyphe des Lebens und natürlich auch einen Fertigkeitspunkt. Das Gold brauche ich ja jetzt nicht extra zu erwähnen. Ja, dann wird das noch im Hintergrund ein bisschen laufen. Ich werde hier gleich rausgehen und dann in der nächsten Folge wieder reingehen. Weil, wenn man ein paar Schritte weitergeht, das habe ich euch ja schon beim ersten Mal gezeigt, dann kriegt man direkt die nächste Quest wieder rein. Die werden wir dann in der nächsten Folge weiterführen, damit wir hier mit der Story auch noch weiterkommen. Weil, wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass das Dominion jetzt erstmal erledigt ist. Ich werde jetzt erstmal der Hauptstory, also sprich der Zuflucht, weiterfolgen. Ich werde Tamriel retten müssen, wenn wir es dann schaffen, natürlich nur. Und ja, danach mache ich dann die anderen Allianzen und danach kommen dann auch die DLC-Gebiete und so weiter dran. Ich habe noch sehr viel vor, ich weiß, aber das werden wir natürlich nicht alles in dieser Folge schaffen. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao!